Herzlich willkommen, Leute. Hier ist euer Sebastian, euer Gamer Neighbor. Aber nicht alleine, denn ein, wie nennt man jetzt, ein Dreiviertel der Beard Bros sind am Start. So könnte man sagen, ja. So könnte ja, man das sagen. Kann man doch durchaus sagen. Ja, weil der Olli und der Baron ist da. Nur leider der Wödern kann aus gewissen Gründen nicht kommen. Aber Grüße an ihn, falls er das schauen soll. Das auf jeden Fall. Und wie spät, ihr könnt ja auch erstmal beide Hallo sagen. Hallo! Hallo! Und wir spielen das wunderschöne, wie man jetzt sieht, gorige Zeitlupenspiel Killing Floor 2, wovon ich zumindest vom ersten Teil ein ziemlich großer Fan war. Um mich umso mehr auch. Oh, da ist so ein Fettsack. Guck mal. So ein Fettsack. Ja. Immer beim Fettsack am besten auf den Kopf schießen. Weil sonst verballert ihr zu viele Kugeln an dem. Ich schieß sowieso nur auf Köppel. Gut. Sehr gut. Und alle, die Killing Floor 2 nicht kennen, es ist halt ein wellenüberlebendes Spiel, also die Horde könnte man jetzt sagen, wo man eine Welle nach der anderen besiegen muss und bis zur letzten dann den dementsprechenden Boss besiegen muss. Was hier, glaube ich, die Fetten sind, oder? Richtige Bosse. Das ist da kommen richtige Bosse auch nochmal. Die letzte Welle ist eine reine Bosswelle, da sind noch ein paar Mobs dazwischen, aber... Nice, also es ist auf jeden Fall so ein Koop-Shooter. Den ersten habe ich auch mal kurz angespielt, aber jetzt der zweite hat mich durch Blutigkeit noch etwas mehr überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und wir haben auch schon übelst rumgeblödelt, wenn ihr euch die anderen mal anschaut. Es gibt halt so krass viele Einstellungen in dem Menü, wie du deinen Charakter ausbauen kannst. Und ich spiele zum Beispiel den Ritter. Ja? Das sieht man jetzt nicht, aber seht ihr bei den anderen auf dem Kanal. Und es ist halt richtig geil, ey. Ich bin halt auch so ein Spielkamerad immer. Weißt du sowas? Ich verplepper da immer viel zu viel Zeit drin und die anderen haben sich auch schon beschwert irgendwie. Jetzt, Olli, Quatsch. Schick dich doch mal! Hier, schauen wir uns mal den Basti an. Du bist der Priester mit geilen Rüstung. Ja, ich bin auch Priester. Aber mit einer Melone auf dem Kopf. Gott, ja. Fast eine Melone. Alter, so viele Priester, ja. Da fühle ich mich kurz vorm Butt Rape. Ich bin Feldsanitäter, genau. Feldsanitäter da. Ja, stimmt, du bist ein Priester und auch noch ein Sanitäter. Und ich bin euer Ministrant, oder was? Und außerdem noch adelig, ne? Und wir können ja uns hier mal ein bisschen so das Level-Design angucken. Ich muss sagen, das Spiel ist unheimlich hübsch geworden. Der erste Teil sah schon für die damaligen Verhältnisse sehr gut aus. Aber ich finde, was mich immer bei dem Spiel sehr überzeugt hat, die Levelgröße und das Design ja ist überragend gut, finde ich. Also die Karten sehen absolut geil aus und da kommen Unsichtbare. Und er zerbrettert alles. Und zumindest dürfte das Spiel ja jetzt nochmal einen kleinen Aufmerksamkeitsboost bekommen, denn es ist ja jetzt aktuell für die Konsolen erst rausgekommen. That's right. Vor kurzem. Das ist auch nicht minder blutig, muss man auch dazu sagen. Aber ja genau, und für alle natürlich zum Probierspielen, aber auf dem PC. Wo es dann so nette Server gibt, wo ich auch schon einige Zeit drin investiert habe, ist nämlich mit über 60 Leuten zu spielen. Alter, im Koop oder was? Da bist du echt 3 Stunden. Übrigens die linke Seite, ich brauche ein bisschen Hilfe. Ja, ich versuche hier oben gerade den Korridor ein bisschen frei zu halten. Wir haben auch Granaten, fällt mir da auf, ne? Ja. Das fällt mir irgendwie leider immer zu schwer. Oh, unsichtbar! Ist es eigentlich, wenn das bei mir in Zeitlupe ist, bei euch auch in Zeitlupe? Bei allem, gleichzeitig. Das heißt, wenn du Pech hast, tust du gerade nix und bist in Zeitlupe. Ja, oder nachladen. Und läufst gerade. Aber ich zieh den Olli und den Baron natürlich schön durch mit meinem hochgeskillten Charakter hier. Ja, hast du nicht gerade um Hilfe geschrien, ne? Ja. Gar nichts, ich hab alles alleine gemacht. Die haben keine Chance, ey. Was ich euch auch mal empfehlen kann, die sind nur zu Deko-Zwecken hier. Ah, okay, die leiden also hier für uns. Es gibt echt Maps, wie gesagt, es gibt Maps, die sind einfach nur ellengeil. Also bis zu einer Schneebasis, bis hin zu einer riesigen deutschen Villa, die ein Labor sogar unten drin hat. Nice, jetzt sind wir in so einem Bio-Forschungskomplex irgendwie, ne? Hab ich gelesen. Hat's nicht, Basti, kennst du dich mit dem Feldsanitäter aus? Hat's nicht geheißen, dass ich mit meinen Waffen irgendwie andere heilen kann? Bin mir aber nicht sicher, ob das erst ein Skill ist, den du noch freischalten kannst das oder musst, oder du eine bestimmte Waffe sogar dafür holen musst. Also wie gesagt, ich kenne mich hier nur aus, weil ich meistens auch schon wie im ersten Teil immer nur den Unterstützer gespielt habe, weil ich halt nie der Fans, ich habe ja nie wirklich viel Shooter auf PC gespielt, jetzt natürlich mehr. Und Shotguns waren halt die Waffen, die immer nicht den größten Aim brauchten, um Einheiten zu töten.
Und ich habe mich jetzt einfach lieb mit denen gewonnen. Oh. So, ich habe mir mal zwei Pistolen gekauft hierfür. Gönn dir. Übrigens, wenn ihr nachladen, wenn ihr nachladen drückt, spielt er so schön mit der Waffe in der Hand rum. Dann ja, wenn sie voll ist. Ja, genau, liebäugeln. Liebäugeln? Liebäugeln. Und die rennt mit dem standardmäßig mit dem Messer am schnellsten, ne? Ja, wie halt in den nice, Shootern. Wo ist denn der Basti eigentlich? Lass mal, ich bin hinter euch. Ja. Lass mal hier irgendwo verschanzen. Übrigens gibt es auch immer so einen Vorteil, wenn man zum Beispiel mal den letzten Gegner am Leben lässt oder so. Ein bisschen über die... Oh! Ah, wo seid ihr denn? Zu rennen. Denn es können übrigens auch Waffen hier rumliegen, ne? Waffen, Munition. Ja, Waffen, Munition, das... Schutzwesten. So. Macht auf jeden Fall Laune, ja. Ist aber eigentlich so dasselbe Spielprinzip wie das erste, oder? Wie das erste Killing Floor. Wir haben es halt einfach nur verbessert. Wir sollten aus dem Gang eventuell hier raus. Ja. Ey, Doppelzeitlupe hier. Also ihr seid jetzt Obacht, da brennt. Versuch mal ein bisschen aufzuspalten. Weil das ist auch das Interessante bei dem Spiel. Ah, der lebt ja noch hier, der. Das Schwarmverhalten der Gegner, weil wenn wir alle auf dem Haufen sind, ich brenne. Down. Sind natürlich ich habe überhaupt nicht auf meine Gesundheit geachtet. Ah, ich bin auch down, glaube ich. Ich glaube, ich bin down. Ja, wir waren dann in ziemlichen... voll im Pulk, ey, voll im Pulk. Ja. Ich habe euch vorgewarnt. Ja. Kannst du uns wieder aufstellen lassen? Nächstes Mal suchen wir uns eine andere Position. Jetzt schon mal mal Basti ein bisschen zu. Tot. Nächste Welle kommen wir, glaube ich, wieder zurück. Also, du bist ja schon Level 16, ey. Ja, ich habe ja schon einige Stunden im Spiel verbracht. Achso, das gibt's schon echt für den PC schon viel länger, oder was? Ja, es war halt im Early Access. Monate! Geil. Vorsicht, unsichtbar hinter dir. So, das schauen wir uns jetzt mal an, wie das wirklich funktioniert hier. Ja, kann man vielleicht noch ein bisschen was lernen, ne? Ja. Ich muss sagen, so Horden-Shooter, ja, da habe ich tatsächlich bisher nur Call of Duty Zombie-Modus gespielt. Und halt Left 4 Dead, aber das ist ja auch kein klassischer Horden-Shooter. Ja, das eigentlich. Ist so, nicht wirklich, ne? Das ist eigentlich eher so ein Survival-Dingens. Ja, der Vorteil ist halt, weil ich mit meiner Klasse auch schon so hochgelevelt bin, dass ich halt irgendwie 13% mehr Schaden mache mit Shotguns und über 40%, dass ich mit einem Schuss halt durch mehrere Gegner durchkomme. Ne? Na, das ist nicht schlecht. Das heißt, wenn ich damit so krassen Shotguns rumlaufe, hau ich da so durch die Horden durch. Bei den screamenden Bitches müsst ihr euch übrigens im Acht nehmen, ne? Nicht zu nah bei denen zu stehen. Ja, deswegen sind wir, glaube ich, beide gestorben. Das haben wir gerade eben gemerkt. Da dachte ich natürlich mir auch, ja komm, die schießen wir jetzt einfach mal ab. Hey, da kommt der Fettsack da unten, der letzte Fetti. Warum kann ich mich jetzt gerade nicht selbst teilen? Das wundert mich. Drück doch mal Q, hieß es bei mir. Ich konnte damals, wenn ich die ausgerüstet habe, einfach drücken. Es hieß auch im Tutorial, dass du einfach drücken kannst. So, übrigens hier, wie ihr gerade seht, den Dicken den Kopf abschießen. Mhm. Der latscht dann noch ein bisschen weiter, aber dann stirbt er einfach. Das heißt, ihr verbraucht auch keine weiteren Kugeln dann dran. Hast du gerade meine Waffe geklaut? Der Meat Grinder. Ja, nice. Ja, eure Waffen bleiben natürlich liegen da, wo ihr gestorben seid. Ich weiß, wie man Geld spenden kann, aber ich weiß nicht, wie man Waffen abwerfen kann, weil man das auch kann. Aber das ist das, was ich gerade aktuell vergessen habe, wie das geht. So, na toll. Ah, meine zwei. Meine zwei 9mm Pistolen kann ich mir wiederholen. Das ist schön. Warte mal, bleib mal kurz. Wieso hab ich jetzt ein Sturmgewehr? Ja, weil du das aufgehoben hast von mir. Olli, bleib mal stehen, bitte. Nice. Ja, wir jetzt ja Teamplay. Geldsegen. Geldsegen. Ja, du noch. Meistens Money durch den Club. Oh geil, ein Katana. Ein Ausweider, ey. Ich will einen Ausweider. Warum habe ich keinen Ausweider? Also ihr beide seid eigentlich eine gute Kombi. Ach nee, stimmt, du spielst ja gar keinen Berserker mehr. Also wie gesagt, Nahkampfwaffen solltest du dir eigentlich sparen erstmal. Okay. Weil nur der Berserker fügt effektiv mit Nahkampfwaffen. Ich bin ja SWAT-Klasse. Ja, wie gesagt, immer irgendwie. An meiner Ritterrüstung sieht man das ja. Voll SWAT. Damals sitzt du durch die Holzfenster gestürmt. Hier Munition, wenn ihr nicht noch Geld hattet, um. Nö, ich hab aufgestockt. Tatsächlich. Living Sacrifice Despair. Ist das eigentlich GEMA-Mucke? Ja. Ach shit, ja, also, na toll. Dann hat der Olli schon Wir hatten die Musik nämlich vorhin schon ausgeschaltet. Ja. Achso, das mache ich dann gleich auch mal, weil.
keine Lust auf Gamer Flag. Jetzt so direkt. Gleich ab in der ersten Folge, weißt du? Großartig. Ja, da hat er Olli nie aufgepasst. Ja, muss sich ja auch lohnen, ne? Ja, obwohl ist das jetzt nicht, hat sich das dieser Streit mit der GEMA jetzt nicht eh erledigt langsam? Nee, es geht ja nicht darum, bei der GEMA jetzt, dass andere Leute Musik benutzen können, sondern einfach nur, dass die jetzt auf YouTube abgespielt werden kann. Also. Also dieses. Übrigens, hier ist ein dicker Gegner, der mit der Kettensäge ist einer der Schwerer. Ja, der ist schon down. Der ist glücklicherweise schon weg. Aber ist es nicht so, dass es jetzt einfach nur darum ging, dass die jetzt wissen, wie sie das den Künstlern zugutekommen lassen können, wenn ich das jetzt in meinem Video verwende? Weil ich meine, geflaggt wird es dann halt so und so. Ich verdiene dann halt da an der Folge jetzt kein Geld wahrscheinlich. Aber halt also der betreffende Künstler oder so. Du kannst es ausprobieren, aber mein Wissensstand war es halt einfach, dass... ich probier's einfach halt, mal. Weil... Ja, kannst du ja machen. Probier's einfach mal aus. So. Weil das Ding war ja, es ging Screaming Bitch! Stand, dass die wieder in diesem Land nicht verfügbar waren und das ist jetzt weg. So. Oh, die lebt immer noch. Ja. Krasse Foot, ey. Mal besonders in Zeiten, wo mal gucken, wenn du so ein paar Gegner zersprätzelt, ja, der fliegen sogar schon die, sogar die Augen raus. Dann sieht so Augen. Das schaut schon Hammer aus. Und so. Weil die Gegner, die hier an den Schienen oben rumfahren, das irritiert mich teilweise auch. Ich wollte es gerade in dem Moment auch sagen, wenn wir da beide vorbeigelatscht sind. So, also auf Messer wählen, dann laufe ich am schnellsten, ne? Ja. Okay. Let's try it! So, wenn ich die verkaufe, dann... Okay. Müsste ich mir eigentlich die Schrotflinte leisten können? Fragezeichen. Jo, ohne MP5. Nice! So, ich gehe jetzt mal ganz kurz in die Einstellungen hier. Optionen, Musik, ja. Audio, bla bla bla, Gesang, bla bla bla. Musiklautstärke im Spiel auf 0 dann, oder was? Ja, haben wir auch. Wunderbar. Deswegen haben wir ja schon gefragt, von wegen... Ach so, na dann basteln wir da halt eigene Mucke drunter, das geht ja auch. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe jetzt aber auch andere Let's Player gesehen, die jetzt zumindest mal ein, zwei Folgen hochladen, wo das Spiel jetzt auch neu wieder für Konsolen rausgekommen ist. schießt sich einfach. Ja, ja. Die laden das tatsächlich ohne jede Mucke hoch, aber... Ja, das ist ein bisschen lame, glaube ich, ey. Gerade bei sowas hier, ja, da will man schon ein bisschen schon so Power-Mucke hören, ja. So ja. Richtig schön Metal oder sowas. So. Ich habe jetzt deswegen mal meine... muss ich auch mal gucken, was halt YouTube so einen alles anbietet. Boah, der Alte, hau da mal so Relaxing-Musik drunter, ey. So voll die Entspannungstherapie-Mucke, ist ja halt voll geil, ey. Wer noch eine Standard-Shotgun braucht, die liegt an uns, ne? Direkt nee, ich habe meine medizinische Schrotflinte gerade ausgepackt. Deine medizinische Schrotflinte? Bleispritze oder was? Ja. Naja, zumindest auch das Sturmgewehr vom Sunny. Ah. Ich muss, glaube ich, mal den Team-Chat von T entfernen. T. Weil dann willst du nachladen und kommst versehentlich auf T und dann... Oh, ein Dicker! Boah, Zeitlupe, Matrix. Na toll, kein Gegner. Ah doch, da unten Gegner! Nein, nicht nachladen! Komm, andere Waffe, los! Auch leer, fuck! Hey, da kommt jetzt ein Screamer. Oh, Vorsicht! Haberon! Ja, boah, Hilfe! Der Trick ist dabei, wenn ihr überrannt werdet, bewegt euch lieber. Rennt irgendwo irgendwelche Gänge lang. Ah! Hinter mir! Jetzt lad halt nicht in Zeitlupe auch noch nach, ey! Oh, das Gebrülle heißt, hier ist ein großer Zwischenboss irgendwo. Wenn ihr den seht, schießt den erstmal nicht an. Versucht erst alle anderen Mobs zu töten und dann zu sagen, wo der ist. Dann müssen wir alle zusammen auf den am besten draufschießen. Okay, meine Schrotflinte ist gerade leider leer. Oh. Und ich habe den Boss hier unten. Ja, zwei Stück, weil einer zumindest. Oh, hier unten ist Munition. Ich heile mich mal in der Zwischenzeit. Renne erstmal. Ja. Ich bin unterwegs. Oh, okay, sammle währenddessen ein bisschen Munition an. Alter, der ist bei mir, der Boss! Fuck, ich komme nicht weg! Ich hab's gerade so rausgeschafft. Na! Wie gesagt, wenn ihr die Großen nicht anschießt, lassen die euch auch erstmal in Ruhe. Alter, ich bin aber langsam. Ich komm zu euch. Fuck! Baron, heil dich gleich erstmal bitte. Ja, also ja, 65%. Alter, ich renn grad halt ultra weg, da ey. Komm. Oh, ne, jetzt hab ich keine mehr. Ich schieß mal jetzt auf den Großen mit der Kettensäge, ne? Den müssen wir jetzt beide irgendwie hier wegholen. Oh, hinter uns, wir müssen hier weg. Rechts runter. Ja, ich bin einfach zurückgegangen.
Aber zurück ging's auch, ich wurde halt irgendwie geblockt. Ich bin aber im Grunde hinter dir. Okay, ne, ich hab's rausgeschafft irgendwie. Ah, hier unten ist er. Oh, okay. Ah, ich hab den fast, ich hab den fast. Aber ich bin in der Ecke, Alter, scheiße! Wir müssen zum Olli. Ah, ich hab ihn getötet, Alter. Yes, aber ich bin auch draufgegangen. Fuck. Wie gesagt, der Trick ist manchmal hier einfach in Bewegung zu bleiben. Ja, aber ich war in der Ecke dann. Das war das Problem. Ich war dann gecornert. Und bei dem Boss war es ja jetzt so, der hat so eine Schwachstelle an der Brust gehabt, ne? Ja, das ist sowieso der stärkste Zwischenboss, der kommen kann. Ah, okay. Also immer auf das, weil der hält dann auch seine Knarren, also seine Waffen halt so vor sich. Aber eigentlich immer auf diese Schwachstelle dann draufhalten, oder? Wenn der die halt aufmacht. Da kommt noch einer mit der Kettensäge. Jetzt muss ich dir mal hier zuschauen, Herr Baron. Ja, leider ist meine medizinische Schrotflinte gerade schon leer. Okay. Boah, haben wir geschafft. Wieder am Leben, ey. Wie gesagt, versuch dann wieder dahin zu gehen, wo du gestorben bist, dann kriegst du wenigstens deine. Wo wartest du denn wieder? Das kostet nicht Geld. Das muss doch hier irgendwo in der Nähe gewesen sein, ne? Also, ich glaube hier unten oder nicht? Also, ich habe deinen Totenkopf, glaube ich, hier unten irgendwo in der Gegend gesehen. Ja, sieht hier auch alles irgendwie ein bisschen gleich aus. Ja, wenn du die Map noch nicht kennst, das ist halt das Problem. Ah, hier. Was. Nee, du hast diese Waffe schon. Wie er sagt, das hier unten ist kein Platz für Ritter. Gibt's denn auch eine Ritter-Map? Nö. Maximal vielleicht das deutsche Schloss da, oder die riesige deutsche Villa, besser gesagt. Das deutsche Schloss. Naja, Schloss ist nicht, das ist eine Villa. Ist eine Villa. So, ich bin hier mal so ein... So. Ich habe jetzt schon die letzte und stärkste Klasse, Waffe meiner Klasse, die AA-12. Damit kann ich richtig, die AA-12, damit kann ich richtig rumbolzen. Wir können ja erstmal... Das ist eine vollautomatische, oder? Ja, in diesem Korridor bleiben. Wenn ihr wollt, weil hier ist ein bisschen offener. Ja, okay. Wir haben halt die Möglichkeit, durch links, rechts und geradeaus abzuhauen. Gut, then we stay here. Wenn noch, braucht jemand. Habe ich noch Money überhaupt? Nein, ich habe kein Money, was ich geben kann. Nee, macht nichts, passt schon. Die Zeit ist um. Geht und tötet mehr Sets. Die Sets? Und das sind jetzt irgendwelche Mutanten-Zombies, oder? Ja, also eine genaue Story von dem Spiel gibt es wahrscheinlich irgendwo, aber ich habe da noch mich noch nicht wirklich drum gekümmert. Aber wie man jetzt sieht, wenn man hier solche Labore schon sieht, irgendeine Firma hier, die Tri-Cell oder wie sie da heißen, haben da natürlich rumexperimentiert, mal wieder alles schief gegangen und ja. Ja, also mal wieder, das hier. Mal wieder Standardplot, ne? Resident Evil etc. Ja. Großer böser Konzern, betreibt große böse Forschung. Da kommt ein Streamer und ein Fetter. Ja, das ist der Oberboss, den müssen wir gleich irgendwie, wenn es geht. Bis gleich. Da ist noch irgendwie so ein Spinnenvieh. Ja. Pass auf, der ist auf Rage. Wir müssen so schnell wie möglich den auseinandernehmen. Hinter dir, Olli. Was? Hinter mir schon wieder? Ja, ich habe meine Heilgranate geworfen. Nice. Oh, Zeit bitte zum Olli rennen. Olli, ich habe dich gerade ein bisschen geheilt. Thanks. Ja, da muss ich aber auch noch reinkommen. Vorsicht, da sind so zwei so dicke. Alles gut hier. Hau ab! Pass auf, ich weiß nicht, wo du rennst. Du bist gerade ziemlich weit weg, wir sind ziemlich alleine. Ja. Ja, ich bin einfach mal weggerannt. Ja, ich muss mich selber, glaub ich, mal ein bisschen heilen. Boah, die Unsichtbaren machen mich ja auch fertig hier, ne? Oh, ich hab's schon. Da gibt's übrigens auch eine Klasse, ich weiß aber nicht, welche das ist. Ich kann die sehen und dann sehen wir die auch, wenn die bei uns sind. Wir haben einen Kettensägen-Typen in der Mitte, der kommt gerade direkt zu mir. Wer mit drauf schießen will, ist gerne eingeladen. Okay, hat sich erledigt. Ja, den habe ich mit der Granatenpistole mal ein bisschen. Oh, meine Munde ist alle. Von meiner Doppelläufigen, jetzt kommt halt die AA-12 zum Einsatz. Ja, heil mal den Olli, wenn du kannst. Also einfach mit deinem Heilding. Ja, nee, ich habe jetzt gerade eine Granate zum Einsatz. Ich kann mich selbst heilen hier. Zack. Ja, aber es bringt halt nicht viel. Warte, ich komme auch her. Bitteschön. Thanks! So, Platz für die AA-12. Boah, ich muss noch viel lernen in diesem Spiel, ey, ganz ehrlich. Naja, das Spiel setzt einen manchmal echt gemein unter Druck. Das ist echt so. Das ist, schon schlimm genug im richtigen Leben, wenn mich was unter Druck setzt. Sehr schön. Ja, geil. Du musst halt in meinem Kopf behalten, dass das so ein Schwarmverhalten ist, was die Gegner an Tage legen, ne? Wie die sich halt bewegen, wenn du vorhin wegrennst und so. Deswegen ist es, wenn man mit eigentlich einer vollen Spielerzahl spielt, also mit 6 Leuten, ist es meistens dumm, wenn alle 6 auf dem Haufen sind, weil echt die geballte Kraft dann auf einen Zug rankommt. Das dann lieber schafft man zwei Dreier-Teams. Ja, so. Da geht's tanken. Ja, da liegt noch Muni. Weil dann teilen sich die Gegner auch ein bisschen auf. Ja. Man hilft ja auch nichts, wenn alle 6 voll reinhalten und dann dauernd nachladen müssen.
Da hinten liegt auch noch Muni rum. Ja, ich müsste genug Kohle haben. Gucken, wie viel kostet denn jetzt hier der Granatenwerfer? 650. Eigentlich, ja. Oh, ich könnte mir auch so einen Granatenwerfer. 1500, ey, fehlt mir noch etwas Knete. Etwas Knete? So, ich habe mir jetzt halt einfach noch meine zweite 9mm Pistole dazu gekauft und alle Munition aufgefüllt. Mehr. Gucken wir mal lieber hier bei der Operation zu, die hier gemacht worden ist. Ah, ja, toll. Ja, schön. Bin mit dem Fleischhammer reingeschlagen, ne? Also mit dem. Auf jeden Fall. Ja, LOL! Also, eins kann man mir erzählen, aber das Level-Design, das bin immer noch, ich find's überragend. Ja, das ist super. So, Da kommen jetzt Unsichtbare. Ja, also hier in dem Raum können wir uns auch erstmal ein bisschen aufhalten. Es gibt zumindest mehr als genug Ausgänge. Ja. Ich muss die mal auf Einzelschuss hier immer umstellen, meine Stimme. Hier oben. Ach, hab ich kein Schweißgerät mehr? Kannst du zuschweißen? Wenn jemand ein Schweißgerät hat, dann mach mal zu. Auf irgendwelchen Gründen keins mehr. Stimmt. Dabei sollte eigentlich jeder eins haben. Weil dann könnte zumindest in dem Eingang schon mal nicht mehr kommen. Ja, von da unten kommen Spinnen. Ey, Schweiß in Zeitlupe, geil. Olli, du kannst dir jetzt als Aufgabe machen, die werden das immer wieder kaputt machen. Schweiß weiter. Einfach weiter schweißen, ne? Einfach weiter schweißen. Ja, ich krieg den Deppenjob, danke, ey. Bitteschön. Warte mal, ich hab mal Idee. Schweiß mal da weiter. Ja, ist doch wunderbar. Sollen wir von der anderen Seite mal kommen? Okay, da kommen wir. Ey, ihr müsst mir aber ein bisschen den Rücken frei halten, ey. Entschuldigung. Nö, nee, mach mal nicht. Ihr Kasper, okay, ey. Hör auf zu schweißen, da unten kommt ein Digga. Ja. Zwei Digga. Pass auf, der eine ist wütend, der andere auch. Ja. Okay, wir zeigen die AA-12. Ja, gut, der eine ist zum Glück down. Hier, Bitch. Alter, der ist ja hinter mir noch. So, ich hab mal Granate hier in den Blut reingeworfen. Gut. Ah! Den könnte über die Stühle auch abhauen, ne? Hier so schön, wo der Dicke gerade ist. Damn. Oh oh. Geht doch nichts über die AA-12. Achso, das bist du. Oh nein, ich muss nachladen. Ich hab da versehentlich eine Granate geworfen. Also wer die Heilung braucht, beim Screamer ist eine. Okay, ich bin definitiv hier wie auf dem Präsentierteller. Ich bin weg, Jungs, ne? Oh nein. Ich mach dir mal hier ein bisschen so. Ich kann hier leider nur gerade mit wenig dienen. Also ich habe zumindest ein paar Mal hier weggelockt. Verfolger. Jetzt sehe ich nichts mehr. Großartig. Ich bin dann auch mal weg. Bin mal gerade zum Problem davon gekommen. Komm euch hinterher. Ah, vor mir. Also ich schleppe auf jeden Fall einen Pulk hinter mir her, da er auch ist. Wo er lang geht. Ja, der Baron auch. Alter. Oh, da oben liegt Muni. Bam! Ja, schön Headshot verpasst. Ups, das war meine Granate. Übrigens, bei den Screamer-Bitches, Granaten- und Granatwerfer-Schüssel kann die abwehren, während die schreit, ne? Echt? Okay. Ja. Witzig sterben. Aber eine Kugel im Kopf nicht, ne? Ja, das ist nichts. Okay, ich bringe mich hier gleich selbst um mit dem Granatwerfer, das ist nicht so gut. Okay, da ist einer, der schießt. Der Dicke ist mit irgendwelchen Laserstrahlen. Übrigens wird euch auch schon oben links angezeigt, wo die nächste Box sein wird, ne? Die öffnet nach der Runde, wenn ihr euch schon mal dahin bewegen wollt. Okay, der ist down. Da verliert er seinen Arm. So. Ah, hier ist ein Fettsack. Also der letzte ist bei mir. Und da schwabbelt noch ein bisschen dein fetter Bauch. Wo kann ich den hin? Ja, ich sehe ihn. Oh! Ah, ach so, du meinst dieses... Oh, jetzt kommt die Bosswelle. Dann bin ich richtig gerannt. Also, braucht noch einer von euch Geld? Ich hab noch 1000. Ich hab 0? Warum hab ich denn 0? Wieso hab ich denn kein Geld? Da brauchst du noch was. Willst du was holen? Für 1000? Ja. Nice. Wie kann ich Geld spenden? B. Dann aber auf den Olli, weil ich hab, wie gesagt, alles, was ich brauche. Ja. Nice! Bitteschön.
So, wie gesagt, 90% der Zeit wird jetzt nur der Boss existieren. Okay. Sonst kommen nur noch ein paar kleine Mobs zwischendurch. Und jetzt kommt es halt drauf an, welcher der Boss ist. Und es ist schon echt ein harter Penner. So mehr kann ich leider nicht tragen. Lass mal eben kurz gegenseitig heilen. Baron, heil du mich mal. Ich heil dich mal hier. Weil wir haben beide nicht voll Leben. Bist kommt du voll? Ja, ich bin voll. Fast voll, aber passt schon. Ja, gut. Wie gesagt, ich habe auch noch ein paar Granaten, die heilen können, also... Übrigens, wenn ihr auch, wie gesagt, andere heilt mit dem Ding, heilt ihr nicht nur mehr den anderen, sondern auch der Cooldown des Heilgeräts. Ah, okay. Also dann lieber immer andere heilen. Ja. Mehr wie gesagt, es kommt drauf an, dass wir... Oh, so einen bekommen, okay. Alter! Der Patriarch! Kevin Carnby war einst ein brillanter Wissenschaftler, bis er selbst zu seiner besten Kreation wurde. Ja, großartig. Der Penner, der kann sich zwar nicht unsichtbar machen. Erstmal, wir dürfen nicht... Wo ist der denn? Über uns. Wow. Ja, oben ist er. Versucht nicht zu lange wie möglich in seinen Milligan-Schuss zu stehen. Und wenn der sich anfängt zu healen, weil der rennt gern weg und healt sich, dann müssen wir versuchen hinterher. Weil viele machen den Fehler und... Pass auf, Deckung. So, jetzt wird er wahrscheinlich abhauen. Wir müssen irgendwie hinterher. Okay, der... So, jetzt rennt er weg. Hinterher. Weil der repariert sich sonst. Ich glaube, der ist links lang, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ein paar Mobs also erledigen. Also, halt für links, weil er repariert sich nämlich sonst. Irgendwo muss er hier sein. Schon mal weiter nach links unten. Hören? Ich höre ihn. Jo, irgendwie ist er. Siehst du, jetzt hat er sich ein bisschen draufgegeben. Der Penner hier ist er. Ja. Aua. Okay, ich brauch jetzt nicht gleich was Leben. Okay, Ja, pass auf, heil dich auch erstmal selbst. Ja. Oh, die schmeißt dir mal eine Granate. Ich hab jetzt zurück. Oh, ich muss mich mal ganz kurz heilen hier. Oh, der kommt hier lang. Ja, pass auf, der Fokus. Ah, fuck. Ich bin down. Ja. Großartig! Oh, der ist hier mitten im Gang. Alter, ich muss noch so viel lernen, ey. Shit. Scheiße. Oh, der Baron ist auch schon fast im Sack, oder? Heil dich mal. Ne, 85 Health. Achso, das untere ist der Health-Balken. Wo ist der? Ja, das obere ist die Rüstung. Oh fuck, ich bin hier gerade ziemlich dumm umzingelt. Hinter dir! Ja, ich bin auch ziemlich mittendrin im Pulk. Oh nein. Oh. Erstmal einen Schuss setzen. dann Geld rausschmeißen. Ja. Geh mir nicht auf Glück und das war's. Oh, verdammt, ich war auch. Ja, das schaffe ich total. Jetzt nicht alleine. Ich muss aber sagen, das ist auch der blödeste, den wir bekommen können. Weil dieses Healen, was er macht, ich weiß nicht. Ich hatte schon mal Leute, mit denen ich gespielt habe, wir haben echt eine halbe Stunde. Ja, das war's. Yeah! Geil! Das war ein guter Einstand. Ja, zumindest können wir das, glaube ich, komplett sogar als erste Runde raushauen. Von der Länge her geht's sogar. Bestimmt. Ja. Wow. Ja, Leute. Dann war es das auf jeden Fall mit der Folge Killing Floor 2. Wie man sieht. Wie Olli schon sagt, man hat einiges zu lernen, aber ich muss auch sagen... Es gibt viel zu lernen, junger Padawan. Ja. Wir hatten auf jeden Fall einen Griff in den Klo mit dem Endboss, weil wie gesagt, das mit dem Reparieren geht mir derbst auf den Sack, da mag ich den anderen lieber. Ja, und vor allem, ich glaube, da bist du zu dritt, halt, hast du halt auch einfach noch das Problem, dass du zu dritt halt einfach ein bisschen wenig bist. Also, dass ja, es kommt drauf an, du dich nicht so verteilen kannst. Passt das Spiel sich aber der Spielerzahl an von der Stärke und der Menge der Gegner her. Skaliert. Ach so, okay. Ja. Also skaliert mit ja, dem trotzdem, mehr, aber du kannst ihn halt, wenn du mehrere bist, kannst du ihm halt wahrscheinlich besser in den Weg abschneiden, wenn er versucht, irgendwo wegzurennen. Da sieht man mal einen geilen Ritter jetzt gerade im Bild. Nur mal zum Abschluss hier. Nur bei mir nicht. Bei mir steht schön hier Niederlage. Und so, hey, fun, good luck. Naja, passiert. So, das war auf gut, jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge Killing Floor 2 wieder. Beim Schnetzelgemetzel. Schnetzel. Es gibt Gulasch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf rein. Ciao. Tschüss. Ciao.